Teufelsrad auf dem Münchner Oktoberfest. Teufelsräder gibt es seit 1908. Das hier ist jetzt das letzte Teufelsrad, das es so gibt. Was in so einem Teufelsrad passiert, kann man nicht genau sagen. Deswegen werden der Held und ich das jetzt mal testen. Am besten ihr schaut's mit rein. Sondern Wirt aufkommt. Ich hab jetzt den Hut um und bin übersetzt. So schafft es irgendwie aus. Ja. Zwei haben wir noch. Einen. Und was meint ihr? Wir haben der Held und ich uns geschlagen. Ich würde sagen, ganz okay, oder? Ich würde sagen, das Teufelsrad ist auf jeden Fall wieder ein Belustigungsgeschäft mit Heldpflicht.